entstand Anfang der 70er Jahre überwiegend in Eigenleistung der künftigen Besitzer. Idyllische Bootshäuser und Kleingartenanlagen bestimmen auch das Uferbild des Heidensees, in den wir gleich einlaufen. Der Heidensee ist der kleinste der Seen, die wir mit Schiffen der Weißen Flotte befahren. Er ist sehr flach und sumpfig, aber stecken geblieben sind wir noch nie. Was? Wo haben die selbst gebaut? Da wohnt keiner. Ja, aber nicht zum Wohnen, sondern damit du dein Boot dorthin stellen kannst. Dort wohnt keiner. Wohnen darfst du da nicht. Du kannst da am Wochenende schlafen und so, das ist okay, aber du musst woanders eine Wohnadresse haben. So, und das ist das originale Schwerin, so wie es früher aussah. Überall an einem ganzen Ufer. Ja. Werte Gäste auf dem Oberdeck, in Kürze durchfahren wir den Werderkanal. Während unserer Fahrt durch den Werderkanal passieren wir eine tiefliegende Brücke, die keine Stehhöhe hat. Daher möchte ich Sie bitten, während dieser Brückendurchfahrt auf Ihren Plätzen sitzen zu bleiben und gegebenenfalls den Kopf ein bisschen einzuziehen. Danke. Ganz tief, ganz flach, das geht bis hier. Du musst wirklich Kopf runter machen.